Mega City. Ja! Ab in die Verlängerung. Es war 3-0. Jawohl! Wir haben gerade die 500 Abonnenten geknackt. Und als kleines Dankeschön an euch habe ich etwas richtig Großes geplant. Etwas, bei dem auch ihr mitmachen könnt. Moin Leute, was gab? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem Kanal Game Axel. Heute kommen wir zu meiner Prediction für die erste Bundesliga. Ich habe mich sehr gefreut, als die Prediction für die zweite Bundesliga euch so gefallen hat. Ich wollte sowieso eine für die erste bringen, aber jetzt freue ich mich natürlich extra und habe mich super vorbereitet. Lasst uns direkt gleich mal anfangen. Auf dem letzten Platz. Und da ist der BVB. Dieses Jahr, der Kader ist irgendwie... Nein, Spaß natürlich nicht. Da ist Holstein Kiel. So wie bei jeder anderen Prediction von den Leuten auch. Holstein Kiel ist bei allen letzter. Holstein Kiel wird so wie letztes Jahr Darmstadt als letzter direkt wieder absteigen. Der Kader ist der mit dem wenigsten Wert in der ganzen Liga. Die haben bis jetzt sehr schlechte Transfers gemacht. Also, sie haben sich halt Puchatz geholt. Der war letztes Jahr... Außenverteidiger beim FC Kaiserslautern in der zweiten Liga. Und dann haben sie noch mit Knutzen und Gigovic zwei Spieler mit einem Marktwert von jeweils 2 Millionen von Rostov aus Russland geholt. Aber sie haben auch mit Philipp Sander, Joshua Mays und Sima Kalla drei wichtige Spieler verloren. Also zum Teil semi-wichtig. Zum Beispiel Joshua Mays ist zu Preußen Münster und Sima Kalla zu Osnabrück. Philipp Sander ist aber... Das weiß ich gerade gar nicht, wo der hingewechselt ist. Egal. Genau. Ich glaube nicht, dass die in der ersten Liga bleiben werden. Letztes Jahr haben sie es noch geschafft. Unser 17. Platz, VfL Bochum. Sie haben sich noch gerettet in der Relegation. Wir erinnern uns alle an das Spiel gegen Düsseldorf. 3-0 im Hinspiel verloren und dann 3-0 das Rückspiel gewonnen und dann im Elfmeterschießen. Aber sie haben wirklich, sie haben mit Osterhage für 5 Millionen... einen wichtigen Spieler an Liga-Konkurrenten Freiburg verloren und ihr mit Abstand besten Spieler Kevin Stöger ablösefrei an Borussia Mönchengladbach verloren und Takuma Asano, der war letztes Jahr auch unfassbar wichtig, ist auf Malle gewechselt zum RCD Mallorca, auch ablösefrei. Sie haben bisher noch kein Geld ausgegeben und eigentlich keine guten Spieler geholt. Ich glaube nicht, dass der Kader für die Bundesliga geeignet ist. Da muss entweder noch ganz viel kommen. Also ich, ja, sie haben als neue Nummer 1 Patrick Drewes geholt, der letztes Jahr beim KSC bei mir die Nummer 1 war. Ansonsten wirklich noch fast keine Transfers geholt. Ja. Wer allerdings Transfers geholt hat, ist der VfL Wolfsburg. Die haben letztes Jahr ihre Nummer 1 Kun Castells verloren. Also nicht letztes Jahr, sie haben diesen Sommer ihre Nummer 1 Kun Castells und auch, soweit ich weiß, langjährigen Kapitän verloren. Ja, der ist ablösefrei weggewechselt. Dafür haben sie sich für 13,5 Millionen aus Kopenhagen Grabara geholt und für 1,5 Millionen Marius Müller vom FC Schalke 04 als Ersatztorwart. Der Kader ist zwar ähnlich stark wie letztes Jahr, aber ich glaube, dieses Jahr geht es ein bisschen weiter bergab, weil in den letzten Jahren, es ging immer weiter bergab. Ich erinnere mich noch an die Saison, da wurden sie Vierter, haben Champions League gespielt. Und jetzt, letztes Jahr waren sie Zwölfter. Ich glaube, dieses Jahr werden sie 16. Viele werden mich dafür haten, aber ich glaube, es wird einfach immer weiter bergab jetzt für die gehen. Und ich finde es auch eigentlich gut. Platz 15, der zweite Aufsteiger, FC St. Pauli. Ich glaube nicht, dass sie absteigen werden, obwohl die ein Aufsteiger sind. Ich weiß. Trotzdem glaube ich es nicht, weil
es steigen nie beide Absteiger wieder ab. Letztes Jahr, da sind nicht beide Absteiger abgestiegen. Heidenheim hat überrascht. Im Jahr davor, da sind, wer ist denn da abgestiegen? Da ist Schalke abgestiegen, da ist Hertha abgestiegen. Bremen hat überrascht und ist oben geblieben. Ja, also es steigen nie beide Absteiger direkt wieder ab, wie man es vielleicht denkt. Einer bleibt immer oben. Dadurch entsteht auch das heutige Bild, dass viele Bundesligisten nicht mehr große Traditionsvereine sind und viele Traditionsvereine in der zweiten Liga sind. Hertha, FCK, Schalke. Ja? Wenn ich dann überlege, dass in der ersten Liga halt so Bremen, Kiel, St. Pauli, Wolfsburg, Union Berlin sowas sind. Ja? Egal. Platz 14, Borussia Mönchengladbach. Eigentlich haben die sogar ganz gute Transfers gemacht. Die haben sich nämlich vom 1. FC Heidenheim für 7 Millionen Tim Kleindienst geholt. Ablösefrei von Bochum. Kevin Stöger, der letztes Jahr super krass bei denen war. Und Philipp Sander von Holstein Kiel. Groß verloren. Sie haben eigentlich nicht so viel. Ja, Toni Janschke und Patrick Herrmann haben ihre Karrieren beendet. Mamadou Doucouré ist jetzt ein vereinsloser Spieler. Ansonsten haben die keine großen Spieler verloren. Aber letztes Jahr auch 14. Bei denen ist immer so ein bisschen schwer bei Mönchengladbach, weil die Fans erwarten viel und dann wird es doch wenig. Vielleicht kann es auch so sein, dass sie dieses Jahr vielleicht sogar 11. oder 12. werden. Aber ich habe es jetzt mal hier auf die 14 getippt. Platz Nummer 13. Der 1. FC Augsburg. Ja, der 1. FC Augsburg. Die haben ein paar unfassbar wichtige Spieler verloren. Sie haben einen Ermedin Demirovic für 21 Millionen an den VfB Stuttgart verloren. Ihren Topscorer. Ihren krassesten Spieler. Ja? Sie haben einen Iago ablösefrei verloren. Oder auch einen Lasse Günther, der war auch richtig wichtig. Nee, der ist zum KSC gekommen. Zugänge waren eigentlich sogar ganz gut. Sie haben sich mit Laprovic einen neuen Torwart geholt. Sie haben sich mit Kevin Schlotterbeck von Freiburg einen neuen Innenverteidiger geholt. Und, das habe ich gar nicht mitbekommen, mit Christian Jakic für 5 Millionen einen richtig stabilen defensiven Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt geholt. Platz 13 ist so gerechtfertigt, ähnlich wie letztes Jahr. Aber letztes Jahr war es ja ein paar Mal so, dass sie sogar an Europa gekratzt haben. Das glaube ich nicht. Dafür fehlt einfach ein Ermedin Demirovic zu sehr. Bis jetzt haben sie Steve Mouni und Samuel Esende geholt. Einmal ablösefrei, einmal für 4 Millionen. Ich glaube, die können Ermedin Demirovic nicht so adäquat direkt ersetzen. Deswegen denke ich auch, dass es dieses Jahr ein bisschen weiter nach unten geht. Platz Nummer 12, FSV Mainz 05. Ihr habt richtig gehört. Der FSV Mainz 05 hat jetzt noch nicht so viele Transfers getätigt. Sie haben Amendo Sieb vom FC Bayern ausgeliehen und Kai Schusano geholt. Keine Ahnung, wie dieser Verein heißt. Ansonsten haben die verloren wichtigen Spieler mit Leandro Barrero oder auch ein Ajorg wurde verliehen. Ansonsten El Ghazi. Ja, da gab es ja diesen Streit da. Der hat sich ablösefrei verlassen. Ansonsten keine großen Ab- oder Zugänge. Deswegen glaube ich, dass sie ähnlich performen werden wie letztes Jahr bereits auch. Und ja, deswegen habe ich sie hier auf Platz Nummer 12. Platz Nummer 11, der 1. FC Union Berlin. Letztes Jahr öfters mal was mit dem Abstieg zu tun haben. Dieses Jahr, nein, werden sie nicht. Werden sie absolut nicht. Weil jetzt haben sie sich wieder gefangen, sie konnten sich erholen. Es ist so, ihr Überraschungsmoment ist zu Ende. Ich glaube, die haben gute Transfers gemacht. Die haben den Alex Kral ablösefrei geholt. Der war letztes Jahr auch schon da, aber trotzdem, keine Ahnung. Sie haben einen Laszlo Benisch vom HSV geholt. Sie haben einen Tom Rothe geholt für 5 Millionen. Ihr teuerster Transfer der Geschichte. Vom BVB einen neuen Linksverteidiger. Nachdem ja Robin Gosens da wieder weg ist. Sie haben aber auch verloren an den FC Heidenheim. Ein Mikkel Kaufmann, ein Morten Thursby. Ein
Alex Kral, ja, an Espanyol Barcelona. Ein Aissa Laidouni und für 5 Millionen Jamie Leveling an den VfB Stuttgart. Ich glaube, dieses Jahr werden sie nicht so viel mit Abstieg zu tun haben, aber das wird dieses Jahr alles ganz gut. Platz Nummer 10. Der 1. FC Heidenheim. Nicht ganz so gut wie letztes Jahr, aber Frank Schmidt hat da alles gut unter Kontrolle. Sie haben mit Mikkel Kaufmann für 1,25 Millionen bisschen Geld ausgegeben. Ansonsten kein Geld ausgeben. Sie haben Paul Wanner ausgeliehen. Sie haben einen Julian Nihus vom FCK bekommen. Einen Matthias Honsack von Darmstadt. Luca Kerber aus Saarbrücken. Nicht die besten Transfers. Allerdings haben sie ihre wichtigsten Spieler verloren. Sie haben den Jan-Niklas Beste verloren für 8 Millionen an Benfica. Oder ihren Topscorer Tim Kleindienst für 7 Millionen an Borussia Mönchengladbach. Kevin Cesar ist gegangen. Dovedan ist gegangen. Florian Pick ist gegangen. Aber die haben da immer noch einen Frank Schmidt und der zaubert da. Der zaubert da richtig gut. Deswegen glaube ich, dass sie auf jeden Fall einerseits nicht ins europäische Geschäft wiederkommen, andererseits auch nichts mit einem Abstieg wieder zu tun haben werden. Und ja, wer genauso nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird, das ist der SV Werder Bremen. Die sind mein 9. Platz. Sie haben für 5 Millionen Ehren Dingschi an Freiburg verloren und Nick Woltemade an Stuttgart. Jerzy Pawlenka ist jetzt vereinslos und Christian Groß hat seine Karriere beendet. Allerdings haben sie auch ein paar Transfers getätigt. Skelly Alvero kam für fast 5 Millionen aus Lyon. Marco Grühl kam aus Österreich und Keke Top vom FC Schalke 04. Und Markus Kolke für satte 75.000 von Hansa Rostock von der Kogge, die ja abgestiegen sind in die 3. Liga. Ich glaube, sie werden es knapp nicht ins internationale Geschäft schaffen. Da wird ein kleines Fünkchen noch fehlen. So ein Dingschi-Tor wird noch fehlen. Der war letztes Jahr ja bei Heidenheim. Aber ansonsten glaube ich stabil. Werden immer wieder im europäischen Geschäft anklopfen, aber es wird nicht ganz reichen. Wer es schaffen wird, ist leider die TSG 1899 Hoffenheim. Hoppenheim brauche ich jetzt nicht wirklich in der Liga. Aber sie haben jetzt nicht viele Transfers getätigt, aber sie haben einen richtig schmerzhaften Abgang, muss ich sagen. Sie haben 30 Millionen bekommen für Maximilian Bayer an den BVB. Sie haben bis jetzt erst einen Transfer geholt, einen neuen Spieler geholt und das ist Alexander Prass von Sturm Graz für 10 Millionen. Aber Maximilian Bayer ist zum Zeitpunkt der Aufnahme erst gestern weggewechselt. Ja, das ist vorproduziertes Video, weil Urlaub und so. Da ist noch kein Ersatz da. Die Transferphase hat ja noch offen und ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch noch ein Ersatz kommen wird. Wenn keiner kommen wird, dann wird es eher vielleicht weiter nach unten gehen. Aber Maximilian Bayer war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Spieler letztes Jahr für die TSG Hoffenheim. Ich denke, sie werden wieder das europäische Geschäft erreichen. Auch das europäische Geschäft erreichen wird der Sportclub aus Freiburg. Die erholen sich jetzt erstmal davon, dass Christian Streich nach so vielen Jahren seine Karriere beendet hat. Mit einem neuen Trainer, mit Julian Schuster. Natürlich, das ist sehr interessant, was der da macht, aber es ist nicht Christian Streich. Ich traue ihnen trotzdem zu, dass sie es auf die 7 schaffen, weil sie haben gute Transfers getätigt. Sie haben Ehren Dingschi geholt von Bremen, sie haben Patrick Osterhage geholt von Bochum und Maximilian Philipp von Wolfsburg. Sie haben Kevin Schlotterbeck verloren, Yannick Keitel verloren, der sehr, sehr weh tut. Ansonsten Hugo Sique. Einen Außenverteidiger haben sie noch an Brügge verloren. Ansonsten konnten sie das Team gut zusammenhalten. Und ja. Deswegen denke ich, es wird fürs europäische Geschäft reichen, aber nur für die Europa League. Dieses Jahr reicht ja der 7. Platz schon für die Europa League. Platz Nummer 6. Für viele ist das jetzt, was ich jetzt tue, überraschend. Letztes Jahr Vizemeister, überraschend furios. Sie werden niemals es nochmal schaffen. Dafür haben sie viel zu viel Qualität verloren. Der VfB Stuttgart ist, von denen ist natürlich die Rede. Man kann sagen, gut, sie haben den Serro Girassi, ihren Topscorer, verloren. Sie haben mit Hiroki Ito und Waldemar Anton ihre Innenverteidigung verloren.
natürlich sehr unglücklich. Aber sie haben auch gut Geld ausgegeben. Sie haben 65 Millionen eingenommen und 64 Millionen ausgegeben. Das war früher undenkbar, dass der VfB Stuttgart in einem Sommer mal 65 Millionen ausgibt. Sonst hat man sich gefreut, wenn die 10 Millionen ausgegeben haben. Sie haben Ermedin Demirovic vom FC Augsburg für 21 Millionen geholt. Dennis Undav, letztes Jahr richtig stark, für 27 Millionen aus Brighton. Jamie Leveling für 5 Millionen von Union Berlin. Und Jeff Chabot für 4 Millionen aus Köln geholt. Ja, über die Abgänge haben wir bereits gesprochen. Und ich glaube, auch deswegen wird es nicht ganz reichen. Die Mannschaft konnte nicht zusammengehalten werden. Unfassbar viel musste ausgetauscht werden. Also ich habe jetzt mal nachgezählt. Es sind wirklich nur 11 Spieler im Kader, die gleich geblieben sind. Sie haben eine ewig lange Liste mit Zugängen. Insgesamt 18 Neuzugänge mussten geholt werden. 18. Gleichzeitig haben sie natürlich auch viele verlassen. Um genau zu sein, 13 Spieler. 13. Ein Franz Kretzig. Ein Fabian Rieder. Die sind beide auch gekommen von ihren Vereinen. Also die wurden ausgeliehen. Ein Lilian Egloff hat sie verlassen. Ein Genki Karakuchi. Ein Laurin Ulrich. Roberto Massimo. Und über die anderen haben wir schon gesprochen. Deswegen glaube ich nicht, dass sie dieses Jahr nochmal in die Champions League schaffen. Vielleicht werden sie komplett abrutschen. Das glaube ich eher nicht. Ich glaube, sie können sich noch im europäischen Geschäft halten. Das finde ich auch cool. Muss ich auch als KSC-Fan sagen. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass es so gut alles wird. Platz Nummer 5. Dieses Jahr ausnahmsweise nochmal wieder Champions League. Eintracht Frankfurt. Sie haben 2 Spieler nur verloren, die wichtig sind. Willian Pacho oder Pacho für 40 Millionen an PSG, komplett überbezahlt. Und für 5 Millionen Christian Jakic an Augsburg. Aber sie haben auch einen Hugo Ekitike geholt. Keine Ahnung. Ekitike, genau, von PSG geholt für 16 Millionen. Robin Koch wurde ja letztes Jahr schon geholt als Innenverteidiger. Can Usun für 11 Millionen vom Club, der in der zweiten Liga ordentlich gut gespielt hat. Sie haben mit Dean und Topmöller einen super Trainer, weil der hat jetzt ein Jahr Anlaufzeit gebraucht und ich glaube, dieses Jahr wird es richtig gut. Ich bin sehr überzeugt von ihm und glaube deswegen, dass Frankfurt Fünfter wird. Platz Nummer 4, unsere Dosen aus Leipzig. Ich habe einfach Unrecht und sie werden 18. Von mir aus steigt dann Wolfsburg nicht ab oder Bochum, ist mir scheißegal. Wenn die absteigen, dann ist ganz Fußball Deutschland glücklich. Sie haben verpflichtet ein Nusa von Brügge, Van der Voort von Genk und Asanoe Draogo von Schalke. Sie haben verloren einen wichtigen Spieler, Dani Olmo für 55 Millionen an den FC Barcelona. Super gespielt. Dort, also in Leipzig. Aber jetzt ist Zeit für den nächsten Schritt. Ansonsten, Angelinho ist zu Rom gegangen. Der hat keine Rolle mehr gespielt. Der war letztes Jahr schon verliehen. Ansonsten glaube ich, Leipzig wird dieses Jahr Vierter werden. Ähnlich wie letztes Jahr. Da wurden sie auch Vierter. Deswegen, ja, Kader ist relativ gut zusammengeblieben. Wenig Abgänge. Zugänge. Sie konnten einen Xavi Simmons halten. Das ist auf jeden Fall sehr krass. Nui Draogo ist ein guter Neuzugang. Nusa für Linksaußen ist wirklich auch gut. Platz Nummer 3. Die heiße Phase der BVB. Dieses Jahr leicht verbessert. Sie haben mit Serhou Guirassy für 18 Millionen von Stuttgart und Maximilian Bayer für 28 Millionen von Hoffenheim 2 richtig gute Stürmer geholt. Sie haben mit Waldemar Anton einen neuen Innenverteidiger geholt, mit Pascal Groß einen neuen Mittelfeldspieler und mit Jan Couto einen neuen Außenverteidiger, der aktuell ausgeliehen ist, aber ab einer bestimmten Anzahl von Spielen ist er fest verpflichtet. Abgänge, Reus und Hummels, müssen wir nicht drüber reden. Ja, Marius Wolf ist zu Augsburg, Tom Rothe für 5 Millionen ja zu Union und Niklas de Goat Füllkrug für 27 Millionen zu West Ham United. Ja.
Ich glaube, das wird den jetzt nicht so schmerzen. Jadon Sancho ist nicht mehr da, der letztes Jahr ausgeliehen war. Und genau. Das ist mein dritter Platz, denn es ist Dortmund. Ich glaube nicht, dass sie vor Leverkusen oder Bayern sein werden. Apropos Leverkusen oder Bayern. Schreibt in die Kommentare, was denkt ihr, wer wird dieses Jahr Meister? Ich glaube, 80% sagen, es wird never losen. Ich sage, wird nicht never losen. Ja, aber du, der FC Bayern München wird Meister. Ich tue sie direkt schon mal rein. Ich glaube, der FC Bayern München wird Meister. Leverkusen hat eigentlich gute Transfers getätigt. Sie haben Alex Garcia, den Kapitän von Girona vom letzten Jahr, geholt. Sie haben Terrier geholt und Belosian, beide von Stade Rennes. Trotzdem, Verluste hatten sie eigentlich keine. Sada, Asmoun ist weggegangen und Patrick Pence. Die interessieren, glaube ich, die beide nicht so arg. Aber ich glaube, dass dieser Bann nicht unendlich reichen wird mit Xabi Alonso. Das kann ja nicht sein. Ich glaube, ein Jonathan Tah wird noch zu Bayern wechseln. Und eventuell noch ein Frimpong wird wechseln. Und dann sieht es hier schon mal ganz anders aus alles. Kommen wir zum ersten Platz. Der FC Bayern München. Ich halte sehr, sehr viel von Kompany. Sie haben gute Transfers getätigt. Sie haben 53 Millionen für Michael Olise bezahlt. 51 für Palinha. 23 für Ito. Und ja, Erik Dier haben sie noch für ein Jahr ausgeliehen. Aber sie haben mit Malik Tillmann einen absolut unwichtigen Spieler verloren. Aber mit Masraoui und De Ligt für insgesamt 60 Millionen zwei, sag ich mal, Stammspieler verloren. De Ligt fand ich letztes Jahr Weltklasse und ich finde es immer noch schade, dass der weggeht, weil der einfach so unfassbar gut war. Es gab ja auch eine Petition, da haben dann 71.000 Bayern-Fans unterschrieben, dass De Ligt nicht wegwechselt. Ich finde es absolut schlimm, dass die den einfach gehen lassen. Einfach vom Hof jagen. Ich finde es einfach frech, weil der hat so gut gespielt. Wenn ich mir da überlege, wie so ein Kim oder ein Upamecano gespielt hat, dann ja. Aber der Kader ist gut. Da ist ein Sané, der ist gut. Da ist ein Harry Kane, der ist krass. Da ist ein Musiala, da ist ein Coman, da ist ein Matistel. Da ist ein Olise neu, da ist ein Palinha neu. Die haben in der Verteidigung neuen Ito. Die haben da immer noch Upamecano und Kim. Im Tor Manuel Neuer, den Kapitän. Ich glaube, das wird auf jeden Fall, nächstes Jahr wird Bayern wieder Meister werden. Ja? Torschützenkönig wird ganz sicher Harry Kane wieder. So. Wir können es uns hier nochmal anschauen. Ihr könnt es euch alles anschauen. Die einzelnen Plätze. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt sehr gerne auch eure Meinung in die Kommentare. Eure Predictions könnt ihr sehr gerne auch in die Kommentare schreiben. In einem Jahr werden wir darauf reagieren. Hallo auch an mein Zukunft-Ich. Ich hoffe, dass Bayern Meister geworden ist und nicht. Ich hoffe es nicht. Eigentlich juckt es eigentlich. Ich hoffe, dass Leipzig abgestiegen ist, kann man eher sagen. Und ich hoffe, dass in der zweiten Liga drei Traditionsvereine aufsteigen. Wolfsburg, Bochum und Kiel absteigen. Dann ist die erste Liga nächstes Jahr schon mal um einiges geiler. Das war's dann auch vom heutigen Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis nächstes Mal. Und ciao, Kakao.